Sonntag, 26.12.2457, 2004, 6 Uhr Thai Standardzeit, 25.12.23 Uhr Z Weltzeit, TMD Bangna. Guten Morgen, Visanu. Barin öffnete die Tür zum Betriebsraum. Alles im grünen Bereich. Sawadikrab, Barin. Keine besonderen Vorkommnisse. Die Dämmerung kommt auch pünktlich. Er lachte. Wie mir die Kollegen vom Wetter vorhin gesagt haben, soll es wohl etwas kühler werden. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Ich habe gestern beim Golfspielen gut geschwitzt. Dabei haben wir doch Dezember eigentlich die kalte Jahreszeit. Was machst du heute? Ausschlafen, antwortete Visanu. Obwohl ich in der Nacht schon ein paar längere Nickerchen gemacht habe. Du hast heute noch Bereitschaft, oder? Nach deinem Dienstplan ja, aber wann haben wir letztes Mal den Bereitschaftsdienst benötigt? Den können wir eigentlich langsam auch mal weglassen. Nein, nein, meinte Barin. Die Dienstanweisungen sehen den Bereitschaftsdienst vor. Dann müssen wir ihn auch vorhalten. Dann leg dich mal aufs Ohr. Schönen Feierabend, Visanu. Zunächst werde ich noch etwas einkaufen. Chok di, Barin. Visanu verließ den Raum. Barin schaute aus dem Fenster. Der Himmel färbte sich langsam rötlich-gelb. Über der Megastadt lag ein dichter Dunstschleier. 6.15 Uhr Thai Standard Time, 23.15 Uhr Weltzeit Lem Mepim. Adisai wurde wach. Er stieg vorsichtig aus dem Bett, um seine Frau nicht zu wecken. Er ging ins Badezimmer. Er verschaffte seiner Blase Erleichterung, dann wusch er sich kurz und ging wieder ins Zimmer zurück. Die langsam einsetzende Dämmerung erhellte den Raum etwas. Seine Frau lag auf der Seite und schlief. Er war glücklich mit ihr und war froh, nicht nur eine hübsche, sondern auch nette und humorvolle Frau gefunden zu haben. Mit ihr konnte er alt werden, das wusste er. Er legte sich wieder ins Bett und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Sie öffnete die Augen einen Spalt, schlief aber gleich wieder ein. Auch er machte wieder die Augen zu. 6.30 Uhr Thai Standard Time, 13.30 Uhr Hawaii Zeit, 25.12. 23.30 Uhr Weltzeit. Hawaii. So, ich lege mir etwas aufs Ohr, sagte Larry zu seiner Frau. Das Essen war sehr gut. Danke, erwiderte seine Frau. Ich werde dafür sorgen, dass die Kinder nicht so laut sind. Sie können ja zum Strand runter und dort toben. Gute Idee. Larry legte sich auf das Sofa. Heute war Sonntag, heute war Weihnachten, er hatte frei. Aber einen Ausflug konnte er doch mit seiner Familie nicht machen, denn er hatte Bereitschaftsdienst und musste sich für eventuelle Notfälle bereithalten. Sein Arbeitsplatz war das Pacific Tsunami Warning Center, PTWC. Nach einigen zerstörerischen Tsunamis im Pazifik war das Zentrum nach dem Zweiten Weltkrieg von den Anrainerstaaten gegründet worden. Messgeräte, die im Ozean an geeigneten Stellen ausgelegt wurden, registrierten die Erdbebenwellen und die Druckschwankungen im Wasser. Die Ergebnisse liefen in Larrys Zentrum zusammen. Dort wurden diese Messungen dann ausgewertet und im Fall der Fälle wurden Warnungen ausgegeben. Das Zentrum hatte sich schon oft bewährt. Für die nahe eines Epizentrums liegenden Küstengebiete kam so eine Warnung zwar meist zu spät, aber die weiter entfernten Gebiete konnten rechtzeitig evakuiert werden. Larry machte seine Augen zu und nickte ein. 6.55 Uhr, Thai, Standardzeit, 25.12.23.45 Uhr, Weltzeit, TMD, Bang Na. Die Tür ging auf. Barin sah von seinem Monitor auf. Watana, ein Techniker, schaute ihn an und fragte, ob er ihm etwas von unten mitbringen sollte. »Ja, sicher, gern. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Bring mir doch bitte eine Tüte mit Genkiowan mit.« Barin liebte dieses Currygericht, welches oft mit einer besonderen Sorte Nudeln serviert wurde. Allerdings gab es hier an der Straße meistens nur Reis, aber das war dann auch sehr lecker. Watana nahm den Lift ins Erdgeschoss und verließ das Gebäude. An der Sukhumvit, der Hauptstraße, die auch am TMD vorbeiführte, ging er ein kurzes Stück zur nächsten Bushaltestelle. Hier hatten wie jeden Tag in der Morgendämmerung ein paar Straßenhändler ihre Stände aufgebaut und verkauften ihre Erzeugnisse an die Passanten. Heute am Sonntag waren es zwar weniger als an einem Werktag, aber für Watana und seine Kollegen war das Angebot ausreichend.
Er wählte eine große Tüte mit frisch gekochtem Reis, die für 3 Personen ausreichen sollte. Außerdem Currygericht für den Chef nahm er. An einem anderen Stand etwas Gegrilltes für sich und seinen Kollegen Anutin, Hühnerfleisch und Fleischbällchen Lukchin, die auf Spießchen angeboten wurden. Er bezahlte und machte sich wieder auf den Rückweg ins Gebäude des TMD.